Da hat sich Aldi Nord wohl einen Schnitzer erlaubt. Mir war das gar nicht aufgefallen, denn da ich im Süden wohne, lese ich weder die Prospekte von Aldi Nord, noch war ich dort je einkaufen. Aber bei den Twitter-Trends, also X, dann auf Platz 1 zu stehen, das machte mich dann doch neugierig. Rollen wir also mal die Sache von hinten auf, weil das ist die Reihenfolge, wie auch ich drauf gestoßen bin. Und da ist Folgendes gewesen. Zuerst habe ich mal gesehen, oh, Aldi Nord bei X auf Platz 1. Was ist da denn los? Also habe ich mal nachgesehen und so wie sich die Sache darstellt, gab es wohl einige negative Kommentare bezüglich eines Fotos im neuen Prospekt. Kann sich jeder selbst nachsehen, ich zeige es jetzt nicht, weil ich ja anfangs sagte, dass ich die Sache nicht befeuern möchte und neutral betrachten möchte und das gilt in jegliche Richtung. Als Reaktion sperrte Aldi Nord offenbar einen Account und wie man den Kommentaren entnehmen kann, offenbar alle weiteren, die diesem Account folgen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht behaupten, beweisen schon gar nicht. Aber das ist das, was so in den Kommentaren nachzulesen ist. Naja, sowas kommt von sowas, sagt man früher immer. Ursache und Folge haben wir damit wohl einfach beschrieben. Gerade solche Sperren, die wohl mehrere treffen, sowas geht halt viral. Damit hätte man rechnen können und auch müssen. Einzelne Nutzersperren, die nur Ärger machen, kann man machen, finde ich auch so okay. Immerhin über 60.000 Postings, deswegen kann man nun betrachten, wie man will. Wenn man bedenkt, dass Aldi Nord auf dem Account nicht mal 5.000 Follower hat. Gratuliere, das war mal eine hervorragende Reichweitengenerierung. Social Media Erfahrung ist dort offenbar nur unterirdisch vorhanden, wurde wohl am falschen Ende gespart. Nun hat Aldi Nord einen Link zu einem Statement gesetzt. Im oberen Teil ging man nochmal drauf ein, warum man das gemacht hat. Das ist okay. Dann haben das Übliche für Kritik offen und halt das normale Blabla, was für eine Pressemitteilung ja auch ganz normal ist. Und am Ende eben noch der Absatz, jeder willkommen, egal woher, auch das ist okay, Aldi. Das kann man auch gern so machen, das kennen wir ja auch von anderen Firmen, also auch nichts Neues, nichts anderes. Naja, nichtsdestotrotz, aber wenn man sich so als Vogue darstellt, dann muss man auch mit Reaktionen rechnen. Nein, natürlich muss man sich auch nicht alles gefallen lassen. Und man kann bei Tiefschlägen unter der Gürtellinie sicher auch Leute verbannen. Wenn ein solches Werkzeug nicht notwendig wäre, würde es das auch nicht geben. Davon mal abgesehen. Aber wie er das gemacht hat, das konnte nur schief gehen. Ich persönlich würde euer Social Media Team am besten umschulen und fähigere Leute einstellen. Aber das ist eure Sache. Fakt ist halt, sowas gefällt nicht jedem und das Motto Go Woke, Go Broke trifft zwar meistens zu, aber man kann es ja auch besser machen. Man muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen, nur weil gerade der Wind so weht. Bleibt einfach normal, macht euer Ding, macht normale Werbung. Denn eines ist meine Überzeugung, wenn alles normal läuft und man nicht jeden Scheiß mitmachen will, dann eckt man auch weniger an. Innerbetrieblich könnt ihr diesen Trend ja gerne fahren. Ist alles okay. Ja? Machen andere ja auch so. Also, das nächste Mal einfach besser machen und mal dran denken, vielleicht euer Social Media Team auswechseln, die taugen offenbar nichts. Außerdem, mit mehr Budget wie Social Media hättet ihr offenbar auch einen nicht so kleinen Account. Einfach mal von den oberen Etagen ein paar Tausende abzwacken, dann klappt es auch mit den neuen Medien.